Heute gibt es einen epischen Kampf. In unserer Serie Boss Battle werde ich immer wieder gegen super starke neue Minecraft-Bosse antreten, die es normalerweise niemals in das normale Spiel schaffen würden, denn sie sind viel zu stark und zu schwer zu besiegen. Dementsprechend ist es notwendig, dass wir das stärkste Equipment, das es im Spiel gibt, auch ranholen. Ob wir heute in der Lage sind, diesen mächtigen Endboss zu besiegen, werdet ihr heute sehen. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wir sind wieder zurück in unserer bosshaftigen Welt. Boss Battle geht nach ein paar Monaten Pause endlich wieder weiter. Nachdem wir beim letzten Mal einen 375 Euro Feuer, also ich bin immer noch der Meinung, das sah aus wie dieser eine Roboter aus einem Kinofilm, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das war der letzte Boss und dementsprechend sieht unser Inventar auch, ja, also es sieht halt gewöhnungsbedürftig aus und man muss auf jeden Fall mal wieder ein bisschen aufrüsten. Ich habe heute auch wieder einen Boss am Start, der ein bisschen Vorbereitung mit sich bringt und der uns auf jeden Fall gut herausfordern wird. Er wird schwierig sein, er wird viel Damage machen und wir müssen uns auf jeden Fall warm anziehen. Wenn ihr sehen wollt, wie dieser Boss am Ende der wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr schwierig. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde mich jetzt erstmal ganz kurz in unserem Dorf, in unserem Startdorf erstmal wieder umschauen und mich erstmal ganz kurz daran erinnern, was hatten wir denn alles für Stuff? Ihr müsst erstmal auch daran denken, ich habe jetzt in der 1.17 All Achievements, ich habe All Items weitergemacht, ich habe eben den SMP-Server. Es sind so viele Projekte, so viele Spielstände, die ich parallel spiele. Und jetzt ist halt Boss Battle auch noch am Start. Ihr solltet ja unser Dorf auf jeden Fall auch noch kennen. Wunderschön wie eh und je. Und jetzt weiß ich auch, warum das so schön hier ist. Weil wir logischerweise, wie in jedem anderen Projekt, viel Zeit mit Warten verbracht haben. Es ist eigentlich so lächerlich. Wir haben halt so lange auf ein Gewitter hier auch gewartet. In welchem Projekt haben wir eigentlich nicht auf irgendwelche Gewitter gewartet oder so? Ja, genau. Hier ist unser wunderschönes Villager-Haus. Moin, moin, Jungs. Ich bin wieder da. Ich habe euch auch vermisst. Hallo. Holy shit. Warte mal, seit wann seid ihr so viele? Wir haben unser eigenes Lager dort drüben hier in der Kirche. Das ist hier alles. Hier ist auch noch ein bisschen Equipment für Gäste, etc. Wir haben jetzt hier ordentlichen Stuff am Start. Wir haben doch auch eine EXP-Farm, oder? Wir haben eine EXP-Farm, wenn ich richtig liege. Und wir haben... Oh mein Gott, was ist denn hier los? Okay, also ich glaube, stufftechnisch sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet. Aber ihr wisst es, es gibt hier immer wieder Bosse, die mich nochmal auf jeden Fall... gut strapazieren. Es ist nur ein kleiner Teil von Stuff, den wir oftmals brauchen. Wir müssen hier für die neuen Endbosse, die hier teilweise eben auch von der Community eingeschickt werden. Ganz großes Dankeschön nochmal an der Stelle. Dieses Mal haben wir auch einen Boss von einem Zuschauer, was mich immer wieder freut, dass halt eben Leute daran interessiert sind, hier auch für den Content mir zu helfen, dass sie eben halt solche Sachen cool erstellen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr coole Serie und ich möchte auf jeden Fall wieder weiterhin Folgen aufnehmen, weiterhin Stuff hier produzieren, denn ich finde es sehr interessant, immer wieder schwierigere oder krassere Endbosse hier herauszufordern, weil, den Enderdrachen haben wir jetzt schon oft genug bezwungen. Ihr kennt sie, das ist die gute alte Enderman-Farm. Bei der hier gibt es ultimativ viel EXP für uns. Erstmal jetzt runterfallen. Und wir füllen jetzt erstmal ganz kurz unseren gesamten Stuff auf, damit wir, naja... auf jeden Fall uns darum keine Gedanken machen müssen. So, braucht jemand ein paar Enderperlen? Ich jedenfalls nicht. So, also, wir sind einmal aufgefrischt. Und ich kann euch gleich nochmal eine Sache zeigen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich jetzt rauskomme. Bitte habe ich irgendwo geschlafen. Oh, ich erinnere mich. Wir haben hier unten, haben wir ja hier noch die nice Bar, die Venima gebaut hat. Ultra fett. Genau, mit Stegi habe ich nämlich damals das ganze Dorf verschönert. Oh, ich erinnere mich, ich habe mit Stegi echt viel gemacht. Mir kommt es so vor, als hätte ich das halbe Projekt irgendwie mit Stegi hier gechillt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich weiß nicht, wie lange ich mit Stegi hier auf einen Gewitter gewartet habe. Ich habe ein Item, by the way, im Inventar, das neu ist. Und ich rede nicht von irgendwelchen Tränken oder von irgendwelchen Sachen, die wir nach unserer kranken Schlacht dabei hatten, sondern ich rede über das Handbuch, das Wikinger-Handbuch. Und ihr habt bereits auch schon auf dem Thumbnail vielleicht gesehen, der heutige Endboss, der hat auf jeden Fall sehr viel Ähnlichkeiten mit einem Wikinger. Und wir werden heute gegen so einen wohl hoffentlich am Ende dieser Folge kämpfen.
Oh mein Gott, hier ist noch eine... Was haben wir für kranken Stuff? Ja, true, wir haben für die Gäste halt zwei... Warte, wie viele Elytras habe ich hier gefarmt? Warte mal ganz kurz. Wir haben hier Full Prot 4 Netherite, nochmal ein Sharpness 5. Hilfe, wie gut. Das ist aber auf jeden Fall das Gäste-Equipment, dass wenn ich hier mit einem Gast spiele, dass der natürlich jetzt nicht dann erstmal 8 Stunden Netherite farmen muss oder so. Ich wollte euch eigentlich das Handbuch zeigen. Und das Handbuch, das beinhaltet eben das Ritual, wie wir diesen heutigen Endboss ranbekommen können. Und zwar... Seid gegrüßt, Basti GRG. In diesem Handbuch wirst du alles über das Beschwören und das Bekämpfen von Viking lernen. So wird der heutige Endboss wohl heißen. Lektion 1, Wikingerhelm, Wikinger-Streitaxt, uralter Knochen, alter Bauplan. Ich habe mir das Ganze schon bereits angeguckt und ich weiß auch schon, was auf uns zukommt. Wir müssen für das Ritual des Bosses, müssen wir mehrere Items, Custom-Items, ranholen. Um Viking zu beschwören, musst du alle Items aus der Checkliste in der Mitte des Altars werfen. Den Lapis-Block mit deinem Diamantblock austauschen, blablabla. Das werden wir noch sehen. Was wir jetzt erstmal wissen müssen, ist das erste Item. Darum kümmern wir uns erstmal. Wir brauchen als allererstes den Wikingerhelm. Und den Wikingerhelm bekommen wir, indem wir das Ding aus Hörnern und Eisen craften. Eisen wird jetzt nicht das große Problem sein, vielmehr die Hörner. Denn der ein oder andere sollte wissen, yo, es gibt halt eben eigentlich noch nicht Hörner in Minecraft. Aber es gibt eine bestimmte, etwas seltene Variante, an diese ranzukommen. Und zwar können Schafe rein theoretisch Hörner tragen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1%. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass du keine Hörner hast. Deswegen müssen wir weitersuchen und hoffentlich finden wir noch welche. Hallo? Hast du Hörner? Hast du Hörner? Hast du Hörner? Du hast keine Hörner? Hast du Hörner? Nein. Warum hast du keine Hörner? Hallo? Komm ich mal an, wenn ich mit dir spreche. Hey. Oh, hier sind... Komm mal, hier wird doch bestimmt mal jemand ein paar Hörner haben. Warum habt ihr... Ich hab gedacht, ich habe da vielleicht ein paar Hörner gesehen. Wieso habt ihr alle keine Hörner? Keine Hörner, keine Hörner, keine Hörner, keine Hörner, keine Hörner, keine Hörner, keine Hörner. Keiner hat hier Hörner. Warte mal, hier sind die Hörner. Hallo, das sind aber ein paar wunderschöne Hörner, die du da trägst. Und genau danach bin ich auf der Suche. Horn wird zum Craften des Wikingerhelms verwendet. Das ist aber nett, dass das Schaf sich einfach... Ach, das ist es ja, das Schaf. Hat es einfach mal fallen lassen. Alter, Custom-Textur. Aha. Okay, also, dann brauchen wir nur noch ein weiteres Hörnchen. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 100. Das heißt, im Durchschnitt müssen wir halt 200 Schafe erstmal überhaupt finden, um an diese zwei Hörner ranzukommen. Oh, das sieht mir aber nach einem schönen Exemplar Hörner aus. Guck mal, ich habe auch eins. Wir sind verwandt. So, ja. Ich würde sagen, wir haben die Hörner, die wir brauchen für unseren Wikingerhelm. Dann lass uns mal direkt an die Tat gehen und uns das erste Ritual-Item, das wir heute brauchen werden, in unseren Besitz holen. Wir brauchen Eisen, 5 Stück an der Zahl. Gold wird, by the way, auch nochmal zwischengelagert. Und jetzt können wir uns nicht einen normalen Eisenhelm machen, sondern... einen Wikingerhelm. Dieser Wikingerhelm, der wird zum Beschwören von Viking benötigt. Das habe ich nicht abgelesen. Den können wir uns sogar auch aufsetzen. Und jetzt seid mal ehrlich, Netherite sieht auch cool aus, aber seid mal ehrlich, was wäre ich für ein cooler Wikinger? Okay, ja, ich hab's mir ehrlich gesagt ein bisschen cooler vorgestellt. Ja. Warum sehe ich so uncool aus manchmal? Wer bin ich? Hallo, Leute, na? Wollen wir zusammen Minecraft spielen? Ja, den brauchen wir auf jeden Fall auch nicht selber an uns tragen, sondern wir müssen den eben halt jetzt behalten. Wir packen den am besten mal in unsere Schalker und kümmern uns mal um das nächste Item, das wir für den Viking benötigen werden. Und zwar ist das die Wikinger-Streitaxt. Du kommst diese, wenn du einen Weaponsmith... Ah, I know. Es wird jetzt ganz, ganz... traurig. Wir müssen uns um einen Villager kümmern. Einer von denen wird jetzt nämlich ein Weaponsmith. Und was wir damit machen werden, werdet ihr sehen. Okay, und wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass der Kollege auf eine hohe Stufe kommt. Und zwar brauchen wir dafür Emeralds. Bitte, habe ich Emeralds? Ich weiß, dass ich für Emeralds auf jeden Fall diesen gesamten Wald da hinten schon abgefarmt habe. Okay, Axt-Trade für den Beginn. Ja, wobei, mir wäre lieber eigentlich ein Kohle-Axt-Trade. Okay, perfekt. Das wollte ich haben. Mit ihnen wird einmal getradet und dann... Uno, dos, tres. Eisen, Axt. Gehst du einmal bitte auf die Stufe 1. Also auf Stufe 2 besser gesagt, aber das erste Upgrade. Dann Eisen. Alter, das wird teuer. Aua, 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 aua. Dann hat er das goldene Abzeichen. Ja, alles klar, danke dir. Dann haben wir vielleicht zufälligerweise Flint. 12 Flint haben wir. So, ja gut, dann fahren wir ganz kurz mal ein bisschen Gravel Metal. Dann seht ihr, by the way, das mal von oben. Junge, wie viele Bäume habe ich hier abgebaut? Das war mal ein komplett dichter Zauberwald. Oh mein Gott, wie viel Glück habe ich. Ich bekomme einfach nur Flint.
So, Flint, wie viel? Oh mein Gott. Ich hätte einfach niemals so viel Flint fahren müssen. Der Trade ist einfach übertrieben krank. Dann, ich brauche dich auf dieser Stufe. Jetzt tradet er uns eben eine Dia-Axt, aber da haben wir keinen Bedarf. Und es wird jetzt vielleicht ein bisschen brutal. Es tut mir leid, ich würde vielleicht lieber weggucken. Wir haben das zweite Item bekommen. Und du musst gar nicht so gucken. Ich weiß, dass du es nämlich ein... Ja, ich weiß, dass du das auch haben möchtest. Aber Leute, guckt sie euch an. Die Wikinger-Streitaxt. Also jetzt nochmal für alle Leute, die mit mir diskutieren wollen, dass ich kein cooler Wikinger wäre. Ja? Habt ihr mir noch was zu sagen oder was? Hä? Wäre ich kein cooler Wikinger? Ich sehe cool aus. Dann haben wir das zweite Item am Start. Und dementsprechend machen wir weiter mit einem uralten Knochen. Ein uralter Knochen kann dir von einem bestimmten Monster gedroppt werden. Und zwar von einem Stray. Strays sind eine spezielle Art von Skeletten, die es nur in unter anderem Schneegebieten gibt. Also zum Beispiel an der Snowy Tundra. Dementsprechend werden wir eine Snowy Tundra erstmal suchen. Und dann haben wir eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass uns ein uralter Knochen von einem Stray gedroppt wird. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal 3 Items zusammen, die wir brauchen für das Ritual. Ah, Freunde, wir können auch direkt mal ein anderes Item, das wir auch nochmal für das Ritual... Ihr merkt schon, das sind sehr viele Sachen gebrauchen, aber ich bin gut vorbereitet. Wir können, wenn wir ein Schiffwrack sehen sollten, auch nochmal uns etwas raussuchen. So, und zwar in einem Schiffwrack in der hinteren Kiste, und jeder weiß von euch, wo diese sich befindet, kann es auch noch eine Sache geben. Und zwar einen verschollenen Kompass. Mit diesem Kompass können wir später auch noch was anstellen. Ihr werdet dann auch nochmal sehen, was. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Suche nach den Strays und den uralten Knochen. Snowy Tundra, sehr gut, wir haben sie endlich. So, wir müssen, by the way, jetzt in dieser wunderbaren Snowy Tundra ein paar Strays töten. Und mit einer 5%igen Wahrscheinlichkeit, und dabei spielt, by the way, Looting keine Rolle, müssen wir hoffen, dass er droppt. So, bum, bum. Bum. Ja, hat jemand von euch einen großen Knochen gesehen? Okay, alles klar, danke. So, du droppst. Ey, Mann. Jungs, wollt ihr mir nicht mal euren Special-Knochen geben? Ja, ein uralter Knochen. Der sieht uralt aus. Da ist noch ein bisschen Seetang drumherum. Ich musste, by the way, 30.000 Blöcke traveln, um hier hinzukommen. Aber wir haben das nächste Item. Einen alten Knochen. Damit geht es langsam in die heiße Phase. Und jetzt ist natürlich die Frage, was steht als nächstes an, damit wir hoffentlich bald einen epischen Kampf haben. Wir gucken erstmal in unser Handbuch rein. Wir haben nämlich schon ein anderes Item mitgenommen, und zwar einen verschollenen Kompass. Wir haben für das Ritual einmal die Item-Checkliste. Wir haben den Wikingerhelm, check. Wikinger-Streitaxt haben wir auch. Uralter Knochen, ja. Und jetzt geht es um den Altar-Bauplan. Du findest ihn nur durch einen verschollenen Kompass, welchen du in einem Schiffwrack, in einer Schiffwrack-Schatztruhe findest. Wirf ihn dann zusammen mit einer Karte gezeichnet auf dem Boden, um dich anschließend zu einem geheimen Ort führen zu lassen. Wir brauchen eine geschriebene Karte. Das ist okay, das kriegen wir hin. Also einmal die Karte. Boah, unser Dorf sieht von oben echt schön aus. Das zusammen mit ihm jetzt dorthin. Und wir haben den ausgerichteten Kompass. Zeig dir den Weg zu einem geheimen Ort. Ja, auf jeden Fall, das klingt schon mal ganz gut. Dann werden wir da mal hingehen. Oh, der Kompass hat sich ja schon gedreht. Wir sind ja schon ordentlich geflogen. Moment, wir achten drauf. Und zwar, es sieht so aus, der Kompass geht genau hier zurück. Okay, ich habe überhaupt natürlich gar keine Angst. Dann gehen wir mal hier runter. Also laut des Kompasses müsste es sich ziemlich genau hier befinden. Ich glaube, das wird es wohl sein. Coole Banner. Was haben wir denn hier drin? Okay, ein paar 13 Diamanten. Okay, nehme ich mit. Hier, du kannst gerne das haben. Gold. Ja, nimmt man auf jeden Fall dankend an. Das ist schon mal ordentliches Loot. Und wir haben einen Zettel. Altar-Bauplan. Wirf dieses Item auf den Boden, um den Altar zu generieren. Alright, sehr, sehr nice. Was haben wir hier ansonsten? Das ist jetzt einfach so eine Schematik, die einfach reingeladen wurde. Sehr, sehr cool. Sieht auch stylisch aus. So, okay. Also haben wir für das Ritual an sich alles zusammen. Wir müssen dann am Ende nur einen Diamantblock noch mitnehmen. Die Diamanten dafür haben wir aber gerade schon gefunden. Was wir jetzt machen müssen, ist an sich die Vorbereitung für den Kampf. Und für den Kampf sollten wir auf jeden Fall sicherheitshalber ziemlich gut equipped sein. Das heißt, wir müssen Tränke brauen. Wir müssen unsere Rüstung aufs Maximum bringen. Wir müssen Goldäpfel am Start haben. Einfach alles. Ich weiß gar nicht, ob ich mich so bereit fühle, überhaupt so einen, ja, weiß ich nicht, jetzt so einen aufregenden Kampf
zu bestreiten, aber ich werde, ja, ich werde alles probieren, was in meiner Macht liegt, um das am Ende zu gewinnen. Also wir gucken mal ganz kurz ins Buch rein. Alle Items aus der Checkliste in die Mitte des Altars werfen, okay. Den Lapisblock mit einem Diamantblock austauschen und abwarten. Nützliche Hinweise, benutzt das Repair-Kit. Pack viele Stärke- und Regenerationstränke ein. Ein Resistance 2 Beacon wird hilfreich sein, was? Nimm eine Pickaxe mit, die Rüstung ist wichtig. Ein Wassereimer wird dir das Leben retten. Einen Resistance 2 Beacon. Ich habe nicht mal überhaupt einen Beacon. Ich hab keinen Beacon, oder? Haben wir Beacon? Nein, oder? Wo soll ich denn jetzt den Beacon her haben? Wenn ein Wassereimer wichtig ist, dann heißt das eigentlich für mich, dass maybe es so oder so vielleicht ein bisschen Fallschaden geben kann. Vielleicht Slow-Falling-Tränke direkt machen. Wir machen uns sicherheitshalber ultra viele Goldäpfel. Also wenn mir ein Resistance 2 Beacon empfohlen wird, Leute, dann muss ich halt auf Nummer sicher gehen. Aber ja, über einen halben Stack Goldäpfel. Ich habe jetzt halt auch hohe Erwartungen an diesen Boss. Ich glaube, dass der nämlich ordentlich Damage machen wird. Oh, wir haben hier nochmal Fire Resistance. Ja, perfekt. 3 Fire Resistance werden ja wohl reichen. Und dann wird jetzt erstmal generell viel gebraut. Warte, ein großer Moment. 2 Tage. Boss Battle. Oh, irgendwie ist alles so wie vorher. So, dann machen wir uns mal die ersten Bottles. Wir machen Stärke, wir machen Speed, wir machen Regeneration, Leute. Wir machen ein volles Programm, würde ich sagen. Halt eben alles, was dazugehört. So, also Stärke. Fire Resistance haben wir am Start. So, Speed 2 haben wir auch. So, some Potions. Die Gaps sind da. Ich könnte mir sicherheitshalber eine zweite Rüstung mitnehmen. Weiß aber nicht, ob das übertrieben ist. Ja, I guess, also Leute, sicherheitshalber können wir das mal ruhig mitnehmen. Dann gehen wir den Lachs nochmal aufladen bezüglich der Level. Dann gehen wir mal ganz kurz ins End zu unserer Farm, machen das einmal. Und dann wird es langsam ernst, meine Damen und Herren. Dann können wir uns darum kümmern, gegen diesen Boss zu kämpfen. Freunde, also, die zweite Spare Armor ist eben jetzt auch nochmal komplett aufgefrischt. Ey, also, das Inventar sieht halt schon sehr, sehr, sehr saftig aus. Also, wir können uns dazu nochmal festhalten. Wir haben halt nochmal diese Tränke. Wir haben alles für das Ritual. Haben 5 Totems auf Undying, 33 Goldäpfel. Das ist alles Instant Healing 2 und 1. Huch. Speed 2, Stärke 2, Slow Falling und Fire Resistance. Vom Coder wurde nochmal empfohlen, einen Resistance 2 Beacon mitzunehmen. Ja, das macht bei mir, by the way, ein bisschen Angst. Okay, Freunde, es wird ernst. Viking. Ich werde es mit ihm aufnehmen. Wir werden jetzt in die Bosswelt gehen. Haben alles für das Ritual dabei. Ich bin sicher, es wird ein sehr, sehr, sehr krasser Kampf. Ich habe hohe Erwartungen. Das, was wir sehen werden, wird was sehr, sehr Besonderes sein. Wir haben uns jetzt sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Ich hoffe nicht, dass wir es bereuen werden. Meine Damen und Herren, es wird ernst. Willkommen in der Bosswelt. Ich weiß nicht, was ein gut geeigneter Spot ist zum Kämpfen. Wir sollten Ausschau halten nach einer freien, flachen Stelle. Also, basically, überall hier. Ja, ich muss sagen, mir gefällt das Plains-Biom, aber mir tut es ein bisschen leid um die Monster hier, um die Tiere. Kann er nur ein Snowy-Tundras? Muss Snowy-Tundras sein? Naja, gut, dann passt es vielleicht auch einfach zum Setting. Okay, yo, wir machen es hier. Yo, 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 yo. Ja, aber an sich sieht es hier eigentlich ganz nett aus. Wir können es hier machen. Wir können es hier machen. Wir setzen erstmal unseren Respawn-Punkt. Einmal hier. Also, wir werfen als allererstes den Altarbauplan. Hilfe. Okay, man wirft alles dort rein, dann tauscht man Lapisblock mit Diablock aus und dann sollte er kommen. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Viking, bin sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt hier passieren wird. Boom. 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 Und den jetzt austauschen mit einem Diablock. Ich bin... Das gibt mir auf jeden Fall einen Vibe, den ich schon kenne, von einem anderen Endboss, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, es wird Zeit zu potten. Stärke, Speed, Fire Resistance und eben auch Slow Falling. Da vorne ist der Viking. Hilfe. Okay, alright, alright. It's getting serious. Es wird verdammt nochmal ernst. Wir checken mal ganz kurz das Erste. Achtet mal ganz kurz auf die Lebenshotbar. Sie wird instant regeneriert. Also er hat Regenerationskristalle über diese Tower, die er jetzt um diesen Altar... Okay, chill. Die er jetzt um diesen Altar aufgebaut hat. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich diese erstmal abschießen. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz. Habe ich gerade den Damage? Okay, der Damage ist holy. Der ist echt stark. Ich überlege, ob ich in die Luft gehe. Ich muss in die Luft. In der Luft kann ich, glaube ich, erstmal die Dinger besser abschießen. Habt ihr gesehen, Leute? Ich bin Full Netherite Prod 4.
Oh mein Gott, mein Aim, was ist los mit mir? So, du kriegst erstmal keinen Saft mehr, Kollege. Haben wir alle? Ich glaube, es wurden erstmal alle zerstört. Alright, Elytra war auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Entscheidung. Mit der Elytra haben wir einen riesen... Oh mein Gott, was hat der da gerade gemacht? Ich habe übrigens die Information noch bekommen, dass der Kollege, desto weniger Leben er hat, desto stärker wird er. Ja, er ist aktuell noch full life, also macht er momentan am wenigsten Schaden. Digga, aber wenn seine Kompanen schon so viel Damage machen, was macht er denn für einen Schaden? Okay, der Schaden geht tatsächlich. Aber er hat auch noch ziemlich viel Leben. Warte mal, kann ich eventuell den Creeper sogar da noch... Okay, hat er sich gerade... Okay, interessante Skills, die er auf jeden Fall drauf hat. Er wird, glaube ich, gerade erstmal so richtig warm, oder was? Er kann sich anscheinend teleportieren, er kann explodieren und mich in solche Eiskristalle einsperren lassen. Also er spielt auf jeden Fall mit dem Biom. Er ist der Meister des Schnee. Achso, Poison. Wahrscheinlich für eine Hexe. Ach so, bei aller Liebe. Als hätte ich nicht gerade schon genügend Probleme. Ich versuche ihn halt auf Krampf zu straven. Hilfe. Junge, diese... Was macht er jetzt? Den Turbo-Spin? Hilfe, was ist er? Ein Beyblade. Er regeneriert. Warum regeneriert... Oh mein... Was? Wieso regeneriert er? Und warum ich nicht? Und warum fliegt der Zombie? Ja, oh mein Gott, das war guter Damage. Ich versuche einfach so viel Damage zu machen wie möglich. Oh mein. Hat er meinen Skin, dieser eine Wikinger? Moment mal ganz kurz. Der hatte meinen Skin. Jungs, wer seid ihr denn eigentlich? Okay, das ist auf jeden Fall schon ein toughes Stück. Oh mein Gott, und die Rüstung. Es ist gut, dass wir Sperrrüstung mitgenommen haben. Ja, hau mal deine Kollegen weg erstmal. Guck mal hier. Junge, warte mal ganz kurz. Deine Kollegen, Wikinger, machen MLGs? Sie machen einfach MLGs als ob. Hä, warte mal, was? Alright, alles klar. Hälfte des Lebens ist erreicht. Aber die Wikinger... Okay, das wird mir langsam ein bisschen zu viele. Ich brauche auf jeden Fall keine Resist, also keine Fire Resi. Oh mein Gott, bitte hat er nämlich nicht die Schalker weggeknallt. Aber geiler Kampf. Real Talk, geiler Kampf. Er bockt. Alles klar. Okay, alles klar. Yo, yo, yo. Das sind noch mehr von seinen Kollegen. Mein Inventar gefällt mir gar nicht und meine Stärke ist auch wieder weg. Alles klar, halbes Herz, casual, alles okay. Leute, das sind zu viele. Es sind zu viele von seinen Kollegen. Ich weiß nicht, was ich gegen die machen soll. Die Schalker steht noch da, alles gut. Rüstung ist ungefähr auf Half-Life. Das sind zu viele, wie soll ich das machen? Er spawnt sie ja immer wieder neu. Und die sind halt auch vor allem auch super schnell. Ich weiß nicht, ob ich über die Luft halt vielleicht kommen kann. Aber da bin ich auf 6 Armor-Bars. Was macht er? Was macht er, wenn ich in der Luft bin? Aber ich scheine erstmal hier sicher zu sein. Kann ich die wegballern? Oh mein. Eventuell muss ich ein bisschen mehr mit Enderperlen spielen. Junge, er holt mich aus dem Luftkampf halt raus. Hier rüber, ne? Junge, was macht er da für Jutsus? Wir sind ganz gut weg von seinen anderen Wikinger-Kollegen. Aber ohne Speed-Probleme. War guter Damage, Leute. Solange er noch alleine ist, müssen wir probieren, viel Damage zu pullen. Es war gut, es war gut, es war gut, es war guter Damage, guter Damage. Und Bow von oben, Bow von oben, Bow von oben. Wir haben 2 Drittel. Leute, er hat nur noch 1 Drittel Leben. Es sieht gut aus. Es sieht okay aus, besser gesagt. Helm fast kaputt. Oh mein. Bitte steht die Schalker noch. Wenn die Schalker abgebaut wird, dann haben wir ein Riesenproblem, ne? Junge, er macht Damage. Das ist Wahnsinn. Ey, zum Glück haben wir die 2. Rüstung mitgenommen, Leute. Nur noch 2 Gaps. Oh mein, was? Okay, da haben wir nochmal sehr viel Glück gehabt.
keine Gaps mehr. Er regeneriert immer nur bis zu einer Stufe. Ich habe keinen Feather Falling mehr, ne? Ich kann ihn auch gar nicht mehr mit dem Bogen treffen, ne? Ich kann ihm keinen Bogenschaden mehr machen. Okay, ich muss die Schalke erstmal safen. Nein, oder? Ist sie noch da? Die Schalke war auf der Seite hier, oder? Hat er sie kaputt gemacht? Ich sehe ja nicht mal mehr das Bett. Leute, es wäre hilfreicher, jetzt nicht Apps zu spammen, sondern eher mir zu callen, ob da noch... Alright. Alright, alright, alright. Wir haben ein big problem. Wir müssen unseren Stuff bekommen und schnell abhauen. Schnell weg. Und wir müssen uns nochmal komplett neu equippen. Fehlt mir noch irgendwas vom Stuff? Ja, safe, oder? Ich habe die zwei Rüstungssets. Die Schalke hat er weggesprengt. Ich krieg den halt niemals mit dem Stuff jetzt down. Oh mein Gott, wir haben so krassen Stuff verloren. Kann ich ihn noch... Leute, niemals. Der One, also der tutet mich. Mit dem Stuff kann ich jetzt auf jeden Fall erstmal nichts anfangen. Die Schalke ist hier wirklich weg, ne? Zu 100%. Oh Mann, wie schade. Wir werden jetzt erstmal den taktischen Rückzug machen. Wir haben ihn ja zu 2/3 down bekommen, aber es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, es zu probieren. Wir werden zurückgehen in die Farmwelt und werden es ein zweites Mal probieren gegen diesen Boss, denn unser Wunsch ist natürlich, dass wir das halt hinbekommen.